Jo, moin Leute, willkommen zu einem weiteren Manga-Review. Als allererstes möchte ich wieder sagen, einen herzlichsten Dank an die liebe Jill und an das gesamte Manga-Kult-Team für das Rezensionsexemplar. Heute werde ich predigen über GTO. Und wir werden sehen, ob das ein Titel ist, der geil ist, oder ob man doch falsche Erwartungen hat. GTO war einer dieser Titel, den man lange haben wollte. Ein Werk aus den guten alten Zeiten, dementsprechend schwer zu bekommen. Und dann bringt Manga Kult die Ankündigung, hey, wir machen eine Neuauflage von GTO. Das hat die Chance, dass man dieses Werk lesen kann. Und ich war einer der Ersten, die darüber gefreut hat, über dieses Konzept von einem Lehrer, der asozial wird und einfach übertrieben krasse Sachen macht, extrem feier. Und dieses Konzept hat für mich besonders gut funktioniert, nämlich Fuck You Goethe. Sehr, sehr schöner Film. Ich bin ein großer Fan von dieser Filmreihe. Elias Mbarek, super cooler Schauspieler. Und das Ganze in Manga-Form sozusagen, aus einer anderen Zeit. Also, ne, es ist ja auch ein älterer Schinken. Und, ey, geil! Und die Aufmachung, die wir bekommen haben von Manga Kult, ist ja auch richtig fresh. Ich mag dieses gewählte Grün-Weiß, wie wir sie hier im Spine sehen können. Ne? Und auch hinten auch Grün-Weiß. Richtig geil. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht kann mal jemand mir das erklären von euch. Das Bild hier von Onizuka ist sehr unscharf. Ist das nur an meiner Ausgabe hier so? Es kann ja mal passieren. Oder ist das bei allen so? Also zumindest kommt mir das so vor, als wäre das Bild ziemlich unscharf. Es wäre so lang gestretched. Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten habt ihr hier einen großen, fetten Schinken. Sehr, sehr schön verarbeitet, wie man das eben von Manga-Kult kennt. Leider war das auch schon alles Positive, was ich zu diesem Werk zu sagen habe. Ich habe voller Vorfreude mir dieses Werk geschnappt. Juhu! Und reingelesen. Und mir ist schnell klar geworden, besonders der Anfang war für mich komplett unlustig, noch war der Anfang irgendwie fesselnd packend. Das hat mich nicht mitgenommen, sondern im Gegenteil, das hat mich sofort abgescheut. Und ich dachte mir, ich verstehe, was das soll, aber es hat mich einfach nicht abgeholt. Und dann ging es weiter und weiter und weiter. Ich so, was passiert hier? Und jetzt kommt das Schlimmste, was ich an GTO fand. Das hat mich komplett abgeschreckt. Und das waren die ganzen Panty-Shots. Die ganzen Panty-Shots, die bei GTO auftauchen, sind dieses typische Beispiel dafür, wie man eben Panty-Shots nicht einsetzt. Ich sage es immer wieder. Einer meiner größten Leitsätze auf meinem Kanal ist und wird immer sein, es gibt nichts Schlimmeres als einen schlechten Edgy-Moment. Und es gibt nichts Besseres als einen guten Edgy-Moment. Und GTO reiht sich in diese Reihe ein, wie man es eben nicht macht. Wirklich, du hast ja so viele Panty-Shots. Also so, oh, hast du mit deinem Rock geguckt. Und oh mein Gott, und hier. Das sind diese klassischen Beispiele von, nein, so funktioniert gutes Edgy nicht. Das sind die kleinen Edgy-Momente. So funktioniert es nicht, Freunde. Und das haben wir immer wieder im Verlaufe des gesamten Bandes. Der Klassiker, wie gesagt, der Panty-Shot, die langen Beine, der BH und ja, das wird dir reingeworfen, weil Onizuka natürlich eine kleine perverse Sau ist. Aber das funktioniert hier nicht. Und das ist natürlich der Moment, was mich abgestellt. Der Anfang holt mich also nicht ab. Dann übertrieben schlecht gesetzte Panty-Shots-Momente. Allgemein sehr, sehr schlecht präzierte edgy, mini-edgy-Moments. Das ist ja kein edgy-Werk hier. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn du dich schon dran bedienst, dann versuch es bitte ordentlich irgendwie rein zu, nicht einfach so ha, ha. Und es wird viel zu oft drüber geredet. Und reden ist das richtige Stichwort. Ey. Hier ist so viel Text. Ich habe kein Problem mit viel Text, solange dieser Text qualitativ hochwertig ist. Aber dann wird hier geredet, oh mein Gott, ich bin traurig. Oh mein Gott, der Panty Shot. Und oh mein Gott, ich finde die alle blöd. Und ich denke mir so, Bro, was soll das? Also, nee, es hat mich wirklich von vorne bis hinten nicht abgeholt. Und umso weiter ich gelesen habe, also auch dann, wenn wir die schulischen Elemente, ich dachte, okay, jetzt wird GTO strahlen. Jetzt wird GTO, all die schlechten Panty-Shots, all die schlechten Dialoge, alles wird GTO jetzt regeln, weil jetzt kommt der Moment, auf den ich so lange hingearbeitet habe hier. Na. Auch in den Momenten, wo GTO also wirklich in diese, ich bin der Teacher und ich zeige euch jetzt, wo der Pfefferwechs läuft, auch das fand ich weder lustig, noch hat es mich abgeholt. Und ich finde, man muss seine ehrliche Meinung immer sagen. Und nein,
Das hat mich leider nicht abgeholt. Ich habe mich auch gegen Ende echt schwer getan, noch weiterzulesen, weil es einfach nur noch belanglos war und ich einfach mit Unisuka nichts anfangen konnte. Und von daher, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich habe mich extrem auf GTO gefreut. Fuck you, Goethe. Das Konzept, wie gesagt, in einem alten Werk, ja, aus einer anderen Zeit. Boah, ich dachte mir, boah, das wird richtig krass werden. Leider haben mich die Witze nicht abgeholt. Leider hat mich da so ziemlich gar nichts abgeholt. Onizuka hat mich nicht abgeholt. Keiner der anderen Charakter, die alle belanglos sind, hat mich abgeholt. Das Konzept hat mich leider hier nicht abgeholt. Und es war für mich sehr, sehr hart zu lesen einfach, ne? Weil der Text einfach zu viel war. Und dieser Switch von normalen Zeichnungen zu völlig überdrehten Zeichnungen, der ist natürlich ein Klassiker. Ja, aber auch der muss gut gesetzt werden. Aber hier ist ja wirklich, jede Sekunde hat Onizuka irgendwelche überdrehten Gesichter. Das ist so, hä? Das hat mich noch komplett aus der Welt gerissen. Und es tut mir leid einfach. GTO ist leider für mich nichts. Ich werde immer meine ehrliche Meinung sagen. Ich freue mich aber für die Menschen, die das damals sozusagen vielleicht nicht beenden konnten, die das damals nicht bekommen konnten. Und damit die Möglichkeit von Manga, das ist unglaublich cool, dass man dann GTO wieder lesen kann. Und das GTO auch natürlich einen neuen Zuschauerschaft, einer neuen Bandbreite sozusagen präsentiert werden kann von neuen Lesern aus jüngeren Generationen, die dann sagen, hey, dieses GTO, das ist von damals, das klingt voll cool, ne? Das finde ich richtig stark, dass diese Möglichkeit da ist, so für mich auch. Ich wollte es lesen, konnte die alten Editionen aber niemals sozusagen für mich ausprobieren. Und jetzt konnte ich es ausprobieren, dank Manga, und deswegen nochmal herzlichen Dank dafür. Leider hat mich dieses Werk nicht abgeholt, aber großartige Arbeit in der Verarbeitung und alles und allgemein für die Lizenz. Unglaublich starke Arbeit hier von Manga Kult nochmal. Aber wie gesagt, GTO ist leider nichts für mich. Und damit endet dieses Video, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn die inspirierenden Kräfte wieder in mich reinfließen und es wieder Zeit ist für eine Manga-Review. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.